Du hörst das Campus Magazin Hohenheim als Podcast. Ja, hallo zurück hier beim Campus Magazin. Wir haben 16.07 Uhr an diesem schönen Freitagnachmittag und mit mir im Studio ist heute Fabian. Mein Name ist Katrin Kasper. Wir haben frischen Wind mitgebracht und zwar hat sich unsere Redaktion jetzt wieder vergrößert. Wollt ihr euch mal gerade vorstellen, Mädels? Ja, hi, hier ist Milena oder ihr könnt mich auch Milo nennen und ich mache heute die Nachrichten. Hallo, mein Name ist Marlen und ich erzähle euch heute, was kommende Woche veranstaltungsmäßig. Ja, in der ersten Sendestunde haben wir für euch Neues über die Spende, die uns den neuen Hörsaal ermöglichen wird nächstes Jahr. Und wir haben eine Umfrage gemacht, wie sich die Erstis so zurechtfinden, denn die sind ja immer ein heißes Thema. Horaz ist super geil, weil da läuft einfach Musik, die sonst nirgendwo läuft. Horaz. Wir senden Zukunft. Ja, das waren Benji mit Let Live. Und wie jedes Semester ist immer wieder ein Problem, die Wohnungssuche. Im Moment ist es ja ganz krass und wir haben hier auch jemanden sitzen im Studio, nämlich die Milena. Die hatte da auch Probleme, was zu finden. Sie kommt aus Hamburg. Erzähl mal, wie war denn das bei dir? Ja, das war schon ganz schön furchtbar am Anfang, weil ich bin wirklich mehrmals runtergefahren, den ganzen Weg mit dem Zug, mit Mitfahrgelegenheit oder Bahncard 50, war trotzdem dann um die 70 Euro pro Fahrt teilweise und dann hattest du noch nicht mal eine Garantie, dass du die Wohnung kriegst und dann bist du echt von jeden Tag dann 3-4 Wohnungen gefahren. Hast du das angeschaut und dann hieß es so, ja, wir haben uns jetzt leider für jemand anders entschieden. Und ich so, ja komm, ich komme auch aus Hamburg, sei doch nicht so gemein. Und ich bin den ganzen weiten Weg extra für euch hierher gefahren. Und beim dritten Mal hat es dann halt zum Glück geklappt. Da habe ich zwar eine etwas teurere Wohnung jetzt gefunden, aber das war halt... Ja, und jetzt bist du aber zufrieden fürs erste Erstmal. Ja, die auch, die ist super schön, die Wohnung und alles. Also ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen, da geht's anderen viel schlimmer als mir. Aber es war halt von den Fahrtkosten her, hat mich das fast mehr gekostet als der Umzug selber. Das war schon krass. Krass. Ja, Fabian und ich, wir sind ja auch so zwei Wohnheimskinder quasi an der Uni und da können wir uns halt gar nicht beschweren, auch preislich jetzt nicht. Und ja, wir kriegen halt immer nur mit, wie es dann den anderen geht. Und dann muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass ich diesen Platz bekommen habe. Ja, 3 Millionen, die verschenkt man nicht einfach mal so. Deshalb hat sich die Uni letzten Freitag umso mehr gefreut, als Ehrensenator Otto Rettenmeier eine Spende in dieser Höhe für den neuen geplanten Hörsaal gemacht hat. Ja, wie wir schon berichtet haben, hat unser Reporter Fabian Stanko für euch nachgehört, wie denn dieser Hörsaal eigentlich aussehen soll und was Spender und Empfänger dazu sagen. 3 Millionen Euro spendete Otto Rettenmeier, Ehrensenator der Uni Hohenheim, für einen neuen Audimax. Am vergangenen Freitag enthüllte er das Modell des Hörsaals im Balkonsaal. Wir sind sehr froh, dass Herr Rettenmeier so großzügig uns unterstützt hat und damit es ermöglicht, diesen dringend notwendigen Hörsaal zu bauen, sagt Professor Stefan Dabbert, Rektor der Uni Hohenheim. 2 Millionen Euro kamen vom Land, 1 Million brachte die Uni auf und mit seiner Spende von 3 Millionen Euro ermöglicht Otto Rettenmeier den Neubau des Hörsaals. Mit der Spende sind auch persönliche Gründe verbunden, sagt Rettenmeier. Es war auch ein Dank an die Wissenschaft, denn wie ich erwähnt habe, in meinem sehr erfolgreichen Unternehmen arbeiten Menschen, die ihr Wissen und ihr Können von Universitäten oder Universitäten und Hochschulen verdanken. Insofern ist das Audimax auch ein Dank an die Wissenschaft. Damit sich Dozenten und Studis im neuen Hörsaal wohlfühlen, soll der Innenraum aus hellem Holz bestehen und viel Tageslicht und Beinfreiheit bieten. Zur technischen Ausstattung gehören außerdem Steckdosen und LAN-Verbindungen an jedem zweiten Arbeitsplatz. Das, was sich viele Studis gewünscht haben, geht also scheinbar in Erfüllung. Wir haben hier auf der einen Seite eine Ergänzung eines bestehenden großen Hörsaal- und Instituts-Laborkomplexes, auf der anderen Seite eine ganz besondere Nutzung als Abschluss dieses großen Hörsaal-Institutskomplexes in Form dieses großen Hörsaals. Das Besondere ist das, dass man hier den Werkstoffbeton aufgenommen hat, damit eine Verwandtschaft hat zu dem großen Biologiegebäude, sagt Sibylle Müller, die Leiterin des Universitätsbauamts Stuttgart und Hohenheim. Unweit des Biogebäudes und der Mensa soll sich der neue Hörsaal dann auch befinden.
Die Projektidee hatte der Münchner Architekt Maximilian Rimmel. 2014 soll der Spatenstich, 2015 dann die Einweihung erfolgen. Als Zeichen der Dankbarkeit wird der Hörsaal den Namen des Spenders tragen. Na dann, auf das Otto Rettenmeier Audimax. Ja, Prost würden wir dann auch sagen. Jetzt bleibt aber noch eine Frage, Fabi, die hast du offen gelassen. Was macht denn der Otto Rettenmeier eigentlich, wenn er so viel Geld hat? Ja, der Otto Rettenmeier, das ist der Inhaber eines großen Bautransport- und Immobilienunternehmens und der hat tatsächlich viel Geld. Zumindest wenn man den Schätzungen des Manager-Magazins glaubt. Das hat 2010 eine Liste veröffentlicht, die Liste der reichsten Deutschen nämlich. Und da ist Otto Rettenmeier auf Platz 292. Mit einem geschätzten Vermögen von 400 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Da kann sich die Uni glücklich schätzen und wir auch. Jetzt gibt's aber weiter Musik. Hohenheimer Welt. Ja, hallo, hier ist Milena mit den Nachrichten um und in Hohenheim. Erste Meldung: Uni schreibt Politikgeschichte. Der neue Struktur- und Entwicklungsplan der Uni Hohenheim wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Uni Hohenheim von der amtierenden Landesregierung offiziell bewilligt. Durch den politischen Rückenwind geht die Unileitung natürlich nur mit geschwellter Brust voran. Was haben wir Studenten nun davon? Durch das neue Leitbildthema Bioökonomie möchte sich die Uni international als Vorreiter einen Namen machen. Geplant ist außerdem ein neuer Masterstudiengang Bioökonomie. Da vorher der Fokus auf dem Ausbau der Lehrstellen lagen, winken den Studenten nun Studentenjobs, Promotionsstellen und vieles mehr durch den geplanten Ausbau in der Forschung. Das riecht geradezu nach Möglichkeiten, praxisnah zu studieren. Also, nichts wie ran an die Bewerbungen. Es ist in, potenzieller Lebensretter zu sein. Studenten mit Sozialbewusstsein aufgepasst. Am kommenden Dienstag bietet sich eine einmalige Möglichkeit, später vielleicht einen Menschen das Leben zu retten. Wer kann das schon von sich behaupten? Am Dienstag, den 29.10.2013, findet in der Mensa der Uni Hohenheim eine Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender statt, um Menschen zu helfen, die an Blutkrebs leiden. Der Veranstalter Junior Business Team gab bekannt, dass schon 11 Menschen bei der letzten Aktion geholfen werden konnte. Also Leute, gebt euch einen Ruck, denn ein bisschen Speicher abzugeben tut nicht weh und kann sogar heldenhaft sein. Morgen, Studis, wird's BAföG geben oder auch nicht? Wer kennt das nicht? Ewiges Warten auf den BAföG-Bescheid, Leben auf Pump und jeden Tag hoffnungsvoll das Konto checken. Weihnachten steht zwar noch lange nicht vor der Tür, aber über einen Geldregen freut sich die Spezies Student auch schon vor der offiziellen Bescherung. Die im Sommer 2003 eingeführte Software Dialog 21 zur schnelleren Bearbeitung von BAföG-Anträgen bedarf noch etwas Überholung, bevor jeder Student letzten Endes davon profitiert. Insbesondere bei der Bearbeitung von Wiederholungseinträgen, da läuft's noch nicht so richtig. Und es kommt jetzt erst richtig dicke. Liebe Studenten, stellt euch auf eine weitere Zeit mit Dosenravioli und Leitungswasser ein. Denn die Überholung der Software wird Verzögerungen in den Antragsbearbeitungen verursachen. Möge die Bürokratie mit euch sein. Ja, dann wollen wir noch mal schauen, ob Maschinen schneller sind als die Menschen. Bis wir das wissen, könnt ihr euch aber abreagieren. Hier kommen Daft Punk mit Lose Yourself to Dance. Wir sind wieder am Ende des Monats angekommen und so heißt es 90er Party im Perkins Park. Gespielt wird das Beste aus den 90ern, von Pop, Rock, Hip-Hop bis zu Rave mit DJ Choice. Auf dem zweiten Floor ist diesmal der angesagte DJ Le Chac mit seinem Trash-Elektro-Sound vor Ort. Frühes Erscheinen wird mit Neonarmbändern, Atzenbrillen und Welcome-Shots belohnt. Also Partymenschen, aufgepasst. Heute im Perkins Park 90er Party ab 21 Uhr. Am Dienstag wird an der Uni Hohenheim Erntedank gefeiert. Keineswegs öde oder altmodisch. Nein, euch erwartet alles außer Langeweile. Kleiner Tipp, für Zapfbier ist gesorgt. Die Kulturgruppe der Uni Hohenheim freut sich auf euch. Nix wie hin zum Erntedankfest am Dienstag um 19 Uhr in der TMS. An Halloween dürft ihr zwischen einem heftigen Horrorstreifen oder einer witzigen Splatter-Parodie abstimmen. Der Gruselfaktor ist bei dem Horrorfilm Mama garantiert. Er erzählt eine Geschichte von zwei Schwestern, deren Vater ihre Mutter umbringt
und die beiden somit in den Wald flüchten lässt. Als der Onkel und dessen Freundin die beiden Schwestern nach 5 Jahren erfolgsloser Suche endlich finden und zu sich aufnehmen, bemerken sie, dass eine böse Macht gemeinsam mit den Mädels ins Haus eingedrungen ist. Wie konnten die Mädels so alleine und so lange überleben? Und was hat es mit dem Flüstern in der Nacht auf sich, das von einer tödlichen Präsenz herrührt? Sicherlich erholsamer ist die Splatter-Parodie Tucker and Dale vs. Evil. Tucker McGee und Dale Dobson sind gefährliche Hillbillies. Das sehen die zwei warmherzigen Kumpel jedoch ganz anders. Guter Dinge machen sie sich auf die Socken zu ihrer Ferienhütte, um eine gemeinsame Zeit zu verleben. Als sie dabei einer College-Clique über den Weg laufen, kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Der Versuch, die schöne Ellie dem Ertrinken zu bewahren, wird als versuchtes Kidnapping ausgelegt. Tucker und Dale stehen nun eindeutig als Psychopathen da. Die sind zwar eigentlich immer so friedliebend, nur irgendwie können sie das folgende Blutbad nicht mehr verhindern. Was ihr sehen wollt, das bestimmt ihr. Film ab heißt es dann am Donnerstag ab 20 Uhr im Hörsaal B1. Eintritt 1 Euro. Ja, hallo, hier ist Milena nochmal zurück. Ich war für euch heute auch in den letzten Tagen unterwegs als rasende Reporterin, um die Erstis mal so auszufragen, wie es ihnen so an der Uni hier denn so gefällt, was für tolle Erlebnisse sie schon hatten, die ihnen geholfen haben, sich hier besser einzuleben. Und was macht ihr eigentlich gerade lieber, Party oder studieren? Was ist euch gerade wichtiger? God, Germany is like so freaking cold. It's like so weird. How can people even live here? Also Mensch, geht Studium halt vor, weil ich davor schon die Ausbildung gemacht habe, aber natürlich trotzdem ein bisschen Studentenleben soll auch sein. In the first place, from my point of view, to party, it's not a mistake. It's not wrong to party. But my first purpose for coming here is to study. Also ich bin im Wohnheim angekommen und habe erstmal gedacht, alles ein bisschen dunkel und viel zu viele Leute. Aber dann habe ich kleine bunte Gießkannen in unserem Regal gefunden. Dann wurde mir gesagt, dass diese Gießkannen einmal im Jahr mit Cocktails gefüllt werden. Und das fand ich sehr sympathisch in unserem Haus. Ja, also wie findet man hier oder wie lernt man hier Leute kennen? Also bei mir war es so, dass sich einer neben mich gesetzt hat in der Mathevorbereitung und hat mich gefragt, ob ich einen Kaugummi will. Ich habe gesagt, ja. Und dann sind wir weiter ins Gespräch gekommen. Oh my god, it's like so fucking amazing. Also was mir am besten geholfen hat, war, dass wir uns eigentlich vor der Einführungsveranstaltung schon mit anderen Studenten getroffen haben und dass man halt schon mal jemanden kannt hat und dass man so halt jemanden gehabt hat, der mit einem sozusagen geht. My personal experience so far in the best one in Germany was when I went to the Gartenstadtwasen. Everyone there was my friend and I really had a really good time over there. Also ich fand die Umfrage, die du gemacht hast, richtig gut. Vor allen Dingen hat mir die aus der Egilolfstraße sehr gut gefallen, die das Sommerfest so schön beschrieben hat mit den bunten Gießkannen, die da werden. Das hatte gar nichts mit dem Sommerfest zu tun. Das war wirklich in diesem, sie wohnt in der Fruwitzstraße. Und ja, in diesen Erdhügeln Studentenwohnheim. Und ja, die haben genau, aber die machen auch immer beim Sommerfest mit. Also das ist so eine gemeinsame Veranstaltung, das, die wir da haben. Ich wohne ja auch da. Okay. Und, das hat sie mir gar nicht gesagt. Aber es war halt sehr lustig zu sehen, was die internationalen Studenten auch dazu sagen. Die waren alle sehr strebsam so. Und bis auf die eine Amerikanerin, Ashley, die war halt so ein bisschen... Ja, noch sind die alle so, ne? Ja, auch noch. Warte mal ab, das doch, zweite Semester. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Horaz 88.6, das Campus-Magazin der Uni Hohenheim. Einen wunderschönen Freitagabend. Wir starten mit euch ins Wochenende. Hier ist das Campus-Magazin Hohenheim. Mein Name ist Fabian und ich bin gesegnet, denn ich habe hier 3 Mädels im Studio. Ich darf vorstellen Katrin. Hi. Milena. Und Maren. Und wir verbringen mit euch den Freitag-Feierabend heute Abend. Und haben für euch einige Themen mitgebracht. Zum einen war gestern bei uns in Hohenheim die Projektvorstellung von Humboldt Reloaded. Und wir sprechen über die neuen Neuerungen in Hohenheim, was das Studierendenparlament und den AStA betrifft. Seid gespannt, bleibt dran. Wir starten jetzt aber erstmal durch mit Musik. Campus Safari. Ja,
Ja, die Semesterferien, die gingen jetzt mal wieder ganz schön schnell vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir ist eine Ewigkeit vorgekommen, dass ich weg war. Und dann aber, als ich hier war, kam es mir vor, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Kennt ihr das Gefühl? Ja, zumindest ich kenne das Gefühl. Und ich habe unsere Hörer in Hohenheim und Hohenheim an sich echt vermisst. Und es ist viel passiert in den Semesterferien. Gibt viel nachzuholen. Auf jeden Fall. Viele Sachen, über die wir letztes Semester berichtet haben, haben Formen angenommen. Zum Beispiel hat sich jetzt die verfasste Studierendenschaft gegründet. Was heißt das jetzt konkret, Fabi? Naja, wir dürfen künftig statt den AStA das Studierendenparlament wählen, also quasi den Bundestag der Uni. Das STUPA, wie es abgekürzt heißt, ist Teil der verfassten Studierendenschaft, die uns mehr Mitbestimmungsrechte gibt. Zum Beispiel dürfen wir jetzt Vorschläge zur Satzung machen, was bisher nur dem Bildungsministerium erlaubt war. Und wie ist das Ministerium aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist so aufgebaut, dass es 19 stimmberechtigte Mitglieder, darunter 3 Senatsmitglieder gibt. Die werden wie bisher aber gesondert gewählt. Je ein studentisches Mitglied aus den Fakultätsräten ist auch Teil des Parlaments. Und wenn es jetzt das STUPA gibt, was macht denn dann der AStA eigentlich? Den AStA kann man mit einer Art Regierung vergleichen. Er wird von den Mitgliedern des Studierendenparlaments gewählt, wie der Kanzler von den Mitgliedern des Bundestags. Dem AStA können 5 bis 9 Personen angehören. Er ist abhängig von den Beschlüssen des Studierendenparlaments und wird von ihm kontrolliert. Bundestag, Regierung, du machst Vergleiche, ist also genau wie in einem Land. Ja, so ähnlich kann man sich die Aufgaben auch vorstellen. Wir Studenten dürfen nämlich das Geld künftig selbst verwalten, also auch in Beratungsangebote, Sport- und Kulturveranstaltungen investieren. Wenn du zum Beispiel Probleme mit deinem Vermieter hast, darfst du dir ohne Geld Sorgen haben zu müssen, einen Anwalt holen. Das heißt aber natürlich auch, dass wir einen eigenen Haushalt haben und dass der STUPA einen Semesterbeitrag von uns verlangen kann. Also ein kleiner Negativpunkt. Wie hoch kann denn so ein Beitrag sein? Das wird noch entschieden. Das weiß man noch nicht, weil der STUPA sich erst konstituiert hat. Ach so, okay. Und wenn das STUPA jetzt schlecht haushalten würde, was passiert dann? Dann gibt es eine Schlichtungskommission, die jeder Student rufen kann. Die prüfen dann, ob alles nach dem Landeshochschulgesetz in Ordnung ist. Und wenn wir jetzt konkreter werden, wer sind denn die wichtigsten Vertreter, die wir jetzt kennen müssen? Und wie sieht das Regierungsprogramm, wenn wir es so nennen wollen, mal aus? Ja, du stellst gute Fragen. Also so viel steht fest. Der Präsident des Studierendenparlaments ist Ibrahim Köran von der Grünen Liste. Die AStA-Vorsitzende ist seit gestern Friederike Mang. Sie studiert Kommunikationswissenschaft im 3. Semester. Das sind also Regierungschefin und Bundespräsident der Uni, wenn man so will. Aber genau wie in der Bundespolitik sind die gerade nach der Wahl viel beschäftigt und müssen sich erstmal einarbeiten, bevor sie konkrete Angaben machen können. Ja, aber trotzdem kommen Sie nächste Woche schon zu uns ins Studio. Wir begrüßen dann nämlich die AStA-Vorsitzende Friederike Mang und den STUPA-Präsidenten Ibrahim Köran. Und das wird bestimmt ziemlich interessant nächste Woche. Was meinst du? Das wird spannend. Also ich würde nächste Woche auch wieder einschalten. Jetzt starten wir aber erstmal in dieses Wochenende mit euch. Hier sind Hole und Celebrity Skin. Ein sehr schöner Song von Coldplay. Wir haben 17.23 Uhr, ihr hört das Campusmagazin Hohenheim. Was habt ihr denn gestern so gemacht? Donnerstagabend, Studenten. Ja, also ganz ehrlich, gestern war ja wieder TMS-Party, so wie jeden Donnerstag. Ich bin leider nicht da gewesen, auch wenn ich gerne hingegangen wäre, aber für die Leute, die in Stuttgart wohnen, ist es immer ein bisschen schwierig, auf die Partys zu gehen, so wegen Zurückkommen und so. Du musst dir deinen eigenen Homie suchen, ja, der dich dann immer bei sich übernachten. Theoretisch habe ich, das auch, aber ich habe mich gestern lieber mit Kuchen vollgeschlagen und mich dann in den Schlossgarten gepackt an den See und gechillt. Hört sich gut an. Und du, Maren? Ja, also ich stand stundenlang vorm Spiegel und habe meine Haare gefärbt und stand dann leider zwei Stunden später mit etwa lila stichigem Haar vorm Spiegel und dachte mir, Maren, das hättest du dir sparen können. Ist was schiefgelaufen oder wie? Nee, aber Mahagoni sieht wohl nicht ganz so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wenn ich das so sagen darf, also das Ergebnis kann ich schon sehen lassen. So ja, schlimm ist es jetzt auch nicht. Jetzt mal hier nicht, so Applaus, ne? So ist das gut gefärbt. Ja, ja. Das kann ja nicht jeder Friseuse werden. Nee.
Ja, was habe ich gestern getrieben? Ich war in der Stadt unterwegs, da war ja die Campus Fusion und habe ein paar Clubs abgecheckt mit ein paar Freunden. War sehr lustig, aber ich habe nur eine Stunde geschlafen und bin dementsprechend jetzt heute Abend nicht so motiviert. Du bist ja hart im Nehmen, Katrin, aber wenn du schon so hart im Nehmen bist, kann ich dir unsere Party empfehlen. Unsere Location TMS beanspruchen wir nämlich für uns am 21. November. Machen wir in Kooperation mit der lieben Fachschaft Bio eine Party, eine Campus Magazin Hohenheim Party featuring Campus Magazin Hohenheim mit unserer Musik. Und ich glaube, da hat sich der Benny in Kooperation mit unserem DJ so einiges einfallen lassen. Ja, da gibt's dann nicht nur den normalen Alltagsklatsch, den man so im normalen Radio hört, sondern unsere alternative Mucke hier. Und auf jeden Fall weniger Mainstream als sonst. Ja, und davon könnt ihr euch jetzt noch mal eine Runde selber überzeugen. Hi, ich bin der Thorsten und studiere Agrarbiologie an der Uni Hohenheim. Und wenn ich morgens Kaffee mache, dann ist es geil, Horaz zu hören. Horaz. Wir senden Zukunft. Bartek, der Apfelschnitz-Schneider. Versucht das mal ganz schnell hintereinander zu sprechen oder versucht es mal zu rappen. Also allein deshalb muss man das Lied schon einmal gehört haben, glaube ich. Humboldt Reloaded, das klingt für manche wie ein Schimpfwort. Andere sind total begeistert. Chansu war gestern auf der Humboldt Reloaded Tagung, die quasi alle Projekte nochmal vorstellt und ein Resümee zieht. Das Ganze hat an der Uni stattgefunden und sie hat fleißig aufgenommen, damit wir jetzt auch mal einen Eindruck kriegen, was da so abging. Humboldt hier, Humboldt dort, Humboldt Reloaded. Wer bisher nicht wusste, was Humboldt Reloaded ist, wird es spätestens gestern auf der zweiten studentischen Jahrestagung herausgefunden haben. Dr. Karin Hartung der Agrarwissenschaftlichen Fakultät bringt es auf den Punkt. Am Humboldt Reloaded richtet sich an Studierende des dritten und vierten Studiensemesters und möchte sie an die Forschung direkt ranbringen. Doch wer war eigentlich Humboldt? Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt oder auch nur Alexander von Humboldt war ein deutscher Naturforscher des 18. und 19. Jahrhunderts. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Wilhelm, dessen Gebiete vor allem die Kulturwissenschaften und Staatstheorie waren, bereicherten sie ihre Epoche mit neuen Forschungsideen. In Hohenheim entstanden im Wintersemester 2011-2012 die ersten studentischen Forschungsprojekte unter diesem Namen. Das Ziel ist es dabei, den Studenten den Spaß an der Forschung zu vermitteln. Das dürfte den Projektleitern, meist wissenschaftlichen Mitarbeitern, bei solchen Themen nicht schwerfallen. Beispielsweise eine Analyse und Typisierung von Profilbildern auf Facebook oder die Entwicklung eines laktosefreien und zuckerreduzierten Speiseeises inklusive Geschmackstest sind nur zwei von vielen außergewöhnlichen Projekten. Also das ganze Spektrum dessen, was hier an der Uni geforscht wird, wird abgedeckt und ich kann als Student mal gucken, wie ist denn das? Wie sind denn die Dozenten? Ich kann gucken, ist denn wissenschaftliches Arbeiten so wirklich meins oder will ich vielleicht doch was anderes machen? Da bietet das einen großen Punkt. Neben der Weiterentwicklung der eigenen Soft Skills haben die Forschungsprojekte noch einen weiteren netten Nebeneffekt. Mit ihnen kann man bestimmte Kurse aus dem sechsten Semester bereits in das dritte oder vierte Semester vorziehen und sich auch anrechnen lassen. So bleibt später mehr Zeit für die Bachelorarbeit. Zwischen dem Wintersemester 2012-2013 und dem Sommersemester 2013 fanden 148 studentische Forschungsprojekte statt, an welchen insgesamt etwa 530 Studenten teilnahmen. Auf der gestrigen Tagung im Hohenheimer Schloss wurden alle Projekte mit Plakaten und teilweise kurzen Präsentationen vorgestellt. Die jeweils besten Plakate sowie Präsentationen einer Fakultät wurden mit Preisen ausgezeichnet. Die Tagung fand einen gemütlichen Ausklang, bevor am Abend in der TMS weitergefeiert werden konnte. Wer nun Lust auf Forschung hat, kann sich auf der Uni-Homepage unter dem Reiter Studierende über aktuelle und kommende Humboldt-Projekte informieren. Ein perfekter Song, um motiviert und lässig ins Wochenende zu starten. The Queens of the Stone Age, Burn the Witch. Wir haben jetzt 17.51 Uhr, das heißt, das Campus Magazin, 2 Stunden, sind schon wieder gleich vorbei. Wir hatten eine gute Sendung mit euch und ja, nächste Woche könnt ihr uns natürlich wieder einschalten. Wie gehabt, 16 bis 18 Uhr auf der 88.6 oder ihr könnt uns online hören im Internetradio. Und eine Facebook-Seite haben wir auch noch, nämlich facebook.com/campusmagazin.
Ja, nächste Woche lohnt sich das Einschalten ganz besonders, denn wir haben wieder neue Folgen aus unseren Rubriken für euch. Bennys Rock'n'Roll-Duden ist wieder am Start, genauso wie Jansus Multikulti-Check. Und wir haben Gäste im Studio und deswegen lohnt es sich ganz besonders einzuschalten. Für heute sagen wir euch ein schönes Wochenende, bedanken uns bei den heutigen Gästen, Milena und Maren. Dankeschön. Ah, keine Ursache. Ich hoffe, ihr seid öfter wieder, am Start. Ja, genau, ja. Kommt wieder. Ja, jeden Fall. Ja, wir wünschen euch ein gutes Wochenende. Feiert schön, macht alles, was wir nicht auch tun würden. Ne? Und ja, ciao, ciao. Und bleibt vor allem gelassen. Jo, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war das Campus Magazin Hohenheim als Podcast. Mehr Infos zur Sendung unter facebook.com/campusmagazin. Horaz. Campus, das Magazin.